Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von, ja, Fallout Shelter, gerade kurz den Namen vergessen, aber ich habe es gerade noch hingekriegt. Und zwar heute in unserer World 666. Ihr seht schon, ich habe das Bild ein bisschen designt und wir gehen jetzt einfach mal rein. Guck mal, was sich so getan hat. Unsere Jungs müssten so langsam tot sein, ne? Wir haben sie noch nicht zurückgeschickt, sie müssten tot sein. Ne? Also, es ist ein bisschen ungünstig, aber ich meine, was willst du machen? So, und zwar habe ich mir auch die letzten Tage ein bisschen was überlegt, währenddessen ich das Design so ausgedacht habe. Ach ja, man kann hier ja Namen eingeben. Freunde, das hatte ich mir auch überlegt. Ich dachte mir, wenn wir schon ein Spiel haben, wo wir Namen von irgendwelchen Hans-Dietern eingeben können, dann doch die Hans-Dieter, die mich abonniert haben. Also von daher, schreibt mir mal irgendwelche Namen in die Kommentare, vielleicht eure eigenen, vielleicht welche ausgedachten, im besten Fall ausgedachte, denn das Internet sieht alles, Freunde. Schreibt mir einfach die Namen hin, die ihr gerne für euch sehen möchtet und ich werde sie in das Spiel mit einbringen und vielleicht könnt ihr euch sogar noch wünschen, was ihr in der World gerne machen möchtet. Ich werde mich selber auch noch mal reintun, aber da ich keine Frau bin, werden wir Shirley Campbell einen anderen Namen geben, weil ich den nicht aussprechen kann. Wir nennen sie. Was gibt's denn hier für schöne Namen für Mädels? Wie wär's mit Jacqueline? Ich weiß nicht, ob man die so schreibt. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, Jacqueline schreibt man so. Wenn nicht, schreibt es mir einfach in die Kommentare. So, und als Nachnamen nennen wir einfach mal Boah. Horst. Jacqueline Horst. Das ist doch ein wunderschöner Name. Da will man unbedingt rein heiraten. Und dann bestätigen wir. Ah, nützlicher Tipp. Baust deine Krankenstation, kann deine Walls Stimpaks produzieren und verletzte Bewohner heilen. Das habe ich bei mir auf meiner World schon längst ausgebildet. Ich kenne mich aus mit den Stimpaks und was man damit machen kann und wieso es wichtig ist, später richtig viele zu haben. Am Anfang ist es jetzt nicht so wichtig, aber später ist es schon recht wichtig. Wir kriegen unsere Tagesbonus von 100 Kronkorken. Kann ich nicht nein sagen und wir brauchen unbedingt noch ein paar Ressourcen. Zudem sind unsere Jungs tot. Auf jeden Fall sind sie tot. Holy shit! Ja, hat er gleich was richtiges Gutes bekommen. Alter! Rostiges Lasergewehr? Hatten wir ihm das gegeben oder? Oder hat er das gefunden? Das ist hier die Frage. Auf jeden Fall hat er 3 Stunden durchgehalten. Oder fast 4 Stunden, ne? Knapp 4 Stunden durchgehalten. Ich glaube, das war der, dem wir 2 Stimpaks gegeben haben. Wir schicken ihn mal zurück, sodass er übermorgen wahrscheinlich wieder hier ist. Oder morgen besser gesagt. Ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Mal aufnehme. So, Ödlans Ausrüstung hat er gefunden. Das können wir noch sehen. Aber wir können leider nur einen begrenzten Zeitraum sehen. Ich glaube, von einer Stunde maximal, ne? Ja, eine Stunde Zeitraum können wir sehen. Und ich würde sagen, hat er schon fest zugepackt. Da hat er ordentlich was gefunden. Gut, der hat fast 2 Stunden geschafft und hat gerade mal so eine jämmerliche Ödlans Ausrüstung gefunden. Und ein Pyjama hat er auch gefunden. Pyjamas sind, eigentlich scheiße. Raum entriegelt, yeah. Deine World benötigt eine ständige Versorgung mit Energie, Nahrung, Wasser, um richtig funktionieren zu können. Wenn Ressourcen knapp werden, färben sich die Leisten im oberen Bildschirm rot. Haben wir gerade schon mal wieder gesehen. War rot. War nicht so unbedingt günstig, aber naja, wir kriegen das schon hin. Wird die Energie knapp, schalten die Räume ab. Im Wesentlichen sind es zuerst die Trainingsräume, die abgeschaltet werden und danach erst die wichtigen Räume. Das heißt, es sollte noch keine Panik ausbrechen, sobald die Energieleiste auf Rot sinkt. Tatsächlich ist Energie das am meisten verwendete Gebäude hier. Also man braucht schon sehr viel Energie später. Ihr werdet es hoffentlich in meinem Let's Play sehen, wenn ihr dran bleibt. Und dann haben wir das Essen. Essen, habe ich gelernt, wird sehr schnell knapp. Um Energie müssen wir uns erstmal eine Weile nicht kümmern. Später werden wir tatsächlich 2 Räume Energie haben, währenddessen die anderen immer noch einen haben. Wobei bei Essen würde ich schon knapp sagen, dass wir doch auch vielleicht 2 machen. Ich weiß noch nicht. Also bei mir auf meiner World ist das Essen immer knapp. Also die sind ständig am Verhungern, aber das ist mir scheißegal. Ich schicke die ins Ödland raus zum Verrecken, damit die mir ein paar Sachen bringen. Ich bin der Lootmeister. Wird das Wasser knapp, werden die Bewohner verstrahlt. Ja, die Verstrahlung ist auf der Energieleiste rot angezeigt. Währenddessen, wenn das Essen knapp ist, verlieren sie Bewohner Gesundheit. Das wird nur als leerer Balken angezeigt. Das heißt, sobald der Balken eines Bewohners rot ist, bekommt er Verstrahlung, kann man aber easy wegmachen. Von daher ist das gar kein Problem.
Die Linie auf der Ressourcenleiste zeigt den momentanen Bedarf deines Walls an. Hinweis: Je weiter der Wert oben oder unterhalb von der Linie entfernt ist, desto größer ist die Auswirkung. Das wusste ich noch nicht. Freunde, das wusste ich noch nicht. Neuigkeiten! Ich hätte mir mal die Tipps durchlesen sollen. Ich bin ja immer so jemand, ich scheiß auf die Tipps. Ich gehe immer direkt ins Spiel rein. Aber da das hier jetzt ein Let's Play ist, machen wir das mal so. So, uns fehlt es noch ein bisschen an Nahrung, ne? Wie sieht es bei der Nahrungsbeschaffung aus? Wo haben wir Nahrung hier? Ach da, unser kleines Ständerchen. Ja, 30 Sekunden. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir das alles mal ein bisschen sortieren am besten. Ich sortiere es sehr gerne. Ich bin ein Sortierer. So, Lagerplatz haben wir. Wir haben tatsächlich ein paar Outfits, ne? Wo haben wir die her? Ah, aus den Karten haben wir die her, genau. Stimmt. Die Karten haben wir geholt. So. Holen einmal kurz die Energie ab. Sehr gut. Wir müssen eine Waffe oder ein Outfit verkaufen. Das kriegen wir hin. Lösche ein Waldfeuer. Ah, okay. Das kriegen wir auch noch hin. So. Welches Outfit brauchen wir nicht? Wie wär's, wenn wir die Raider verkaufen? Ich glaube, die ist eher unsinnig. Ja, Raider war gut. So, kriegen noch ein paar Kronkorken dazu. Gucken, was jetzt unsere, jetzt unsere Aufgabe ist. Und wir müssen 100 Nahrung sammeln. Hey, wir haben gleich 100 Wasser gesammelt. Das ist auch schon mal gut. Wir wollten übrigens die andere nochmal holen, bevor wir neue Bewohner schaffen. Da sehen wir den Typen, der hier ist hier ein bisschen verstrahlt. Ein bisschen ist gut. Er ist halt tot. Kehrt zurück. Haben wir noch einen dritten geschickt? Nee, ne? Nee, wir hatten nur zwei geschickt. Ich werde auch in diesem Let's Play auf jeden Fall sehr viel ins Ödland schicken. Ich liebe Leute ins Ödland zu schicken. So, wir gucken mal unsere Jungs an, die wir hier bekommen haben. Ein Peler, ein Stärketyp und ein Allrounder. So, ich würde gerne jetzt mal ein bisschen mit euch sortieren. Ich möchte gerne vorbereiten. Ich möchte gerne, dass unsere Vault eine Struktur erhält, wo wir wirklich sehen können, okay, da ist das und so weiter und so fort. Und da ist mir tatsächlich die Wasseranlage im Weg und der Dinner ist im Weg. Wir haben, was haben wir hier? Hier haben wir die Wasseraufbereitungsanlage gepackt, ne? Und hier haben wir den Generator hingepackt. Das muss ich mir kurz überlegen. Wie machen wir das am besten? Ich könnte theoretisch noch einen Fahrstuhl hinbauen. Weil ich muss mich jetzt langsam mal darum kümmern, dass wir ein bisschen mehr Ressourcen bekommen. Gerade auch Nahrung. Ihr seht, Nahrung ist schon echt fett. Darum lasse ich auch die Leute hier noch nicht rein. Weil wenn ich die Leute reinlasse, dann verrecken wir alle. Das wollen wir ja nicht, ne? So, wir schalten einmal kurz noch den Raum hier frei. Wir haben eine Krankenstation bekommen. Oh. Aber wir werden zuerst mal... Nee, wir werden jetzt erstmal einen Aufzug bauen. Und werden da ein Dinner hinpacken. So, dann schicken wir die Jungs nämlich rüber. Ihr seht schon, jedes Mal, wenn wir ein Dinner bauen, kriegen wir auch gleich Ressourcen dazu. Das ist schon cool. Aber wir verkaufen auch den hier gleich schon wieder. So, dann haben wir nämlich die Wasserbehandlungsanlage. Dann schicken wir da mal einen rüber. Ja, kommt hier rüber. Und du... das ist hier jetzt die Frage, Freunde. Wenn wir die jetzt zu den Baracken schicken, zum Mann, dann pflanzen sie sich fort. Ach, Red Kakerlaken-Plage. Red Kakerlaken sind eine fiese Nummer. Die breiten sich aus in die gegenüberliegenden Räume, wenn da kein Fahrstuhl dazwischen ist. Anfangs sind sie jetzt noch recht schwach, aber später können die schon so eine ganze Gruppe auslöschen, wenn sie keine Waffen haben. Und das wollen wir auch nicht. So, brauchen wir denn P-Leute? Also P ist übrigens Wahrnehmung. Wir haben hier einen Peler, ne? Wir könnten schon mal anfangen zu züchten. In Fallout Shelter kann man die Person züchten, was ich damals gelernt habe. Als ich angefangen habe, Fallout Shelter zu spielen in meiner World 0, das war richtig genial. Ich dachte mir, okay, pflanzt du dich einfach fort und dann holst du so viele Bewohner ins Haus, dass du alles Mögliche schaffst. Also ich habe mich gleich sofort übernommen, ich habe alles Mögliche gebaut. Und hab richtig verkackt, weil ich habe später erst gesehen, dass man die Menschen züchtet, also richtig züchtet von den Werten her.
Es heißt zwar, in den Baracken ist es gut, Leute zu haben, die Charisma haben, aber wenn Charisma maximal ist und du dich mit jemand anderem paarst, der auch Karma maximal hat, dann wird das Baby auch Karma haben. Und mit Karma kann ich nichts anfangen, außer Karma sage ich schon, Charisma. Karma, was rede ich da? Karma? Nein, Charisma, mit Charisma. Da hatte ich halt die ganze Bude, ich hatte knapp 20 Leute voller Charisma, die zu nichts zu gebrauchen waren. Ich habe die alle ins Ödland rausgeschickt zum Sterben. Das war einfach total der Mist. Auf jeden Fall kann man die Menschen züchten und wir züchten uns mal ein P heran. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir zerstören dann die Wasseranlage hier. Ups, ich habe abgebrochen, das wollten wir nicht. Zerstören bitte. So, und wir brauchen jetzt ganz dringend auf jeden Fall mehr Leute für Nahrung und Wasser. Nahrung würde ich am liebsten bevorzugen und für Nahrung brauchen wir A. Und A steht für Beweglichkeit. So, du bist ein Allround-Talent, die könnten wir auch übrigens reinpacken. Aber wir suchen derzeit spezielle Leute. Ne, wir haben nur Allrounder hier, ne? Und du bist einer? Intelligenz. Intelligente Leute brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Ich würde sagen, wir packen mal den Allrounder. Was wollten wir jetzt mit dem machen? Wir wollten, glaube ich, noch mehr Essen bauen. Hab ich gerade kurz vergessen. Aber es bringt mir nichts, wenn ich nicht noch mehr von diesen Jungs habe. Eigentlich müsste ich die hier hinschicken. Komm, du verpiss dich mal da hinten hin. So, wenn Raider übrigens angreifen und hier sind ein paar Leute drinne, dann werden sie die Wall verteidigen. Wobei, da passen immer nur zwei rein. Man sollte sie schon richtig hart ausrüsten, dass die Raider nicht reinkommen. Und höchstwahrscheinlich werden wir den nächsten Tag auf jeden Fall einen Raider-Angriff haben. Das ist ein bisschen scheiße. Und wir schicken mal hier unsere liebe Amy Grant einmal nach Poppenhausen, damit sie sich fortpflanzt. Und ich hoffe, dass die weiblichen Gene auf jeden Fall das männliche Gen übertrumpfen werden und wir eine schöne Beweglichkeits-Baby-Dingenskirchens kriegen. Keine Ahnung, der Storch bringt uns Beweglichkeitsbabys. So halt. So. Ich muss mal gucken, ich würde die am liebsten schon reinschicken, aber Wasser brauchen wir jetzt wirklich gerade nicht. Wenn, dann Essen. Wir schicken mal den Allrounder hier zum Essen. Das wollte ich machen. Das wollte ich machen, genau. Ich erinnere mich. So, ich hoffe, die mögen sich. Wenn ich an dich denke, sehe ich meine Zukunft. Oh, ist das kitschig. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ja, man muss dazu sagen, Fallout Shelter ist ein zeitbasierendes Spiel. Es muss nicht immer viel Action sein. Manchmal ist auch über stundenlang hinweg, während man auf seine Jungs wartet, quasi nichts los. Und da ist mir gerade was eingefallen. Der Allrounder hier, ne? Wisst ihr, was wir mit dem machen? Wir schicken den mal... Obwohl, nein. Obwohl. Was haben unsere Jungs hier für Statistiken? Craig ist also auch ein Beweglichkeits-Tiny. Hm. Währenddessen Alan wirklich ein Allrounder ist, ne? Wir könnten erstmal dafür sorgen. Ja, jetzt komm her. Dass die Allrounder losziehen, um Sachen zu organisieren. Normalerweise habe ich das so ganz gerne, wenn die ganzen. Wie heißen die Dinger nochmal? Die Ausdauertypen, weil Ausdauer braucht man hier so gut wie gar nicht. Und ich glaube, Ausdauer ist der einzige Grund für Leute wirklich rauszugehen und dass sie sich freuen. Weil Ausdauer könnte ich mir echt vorstellen, dass sie im Ödland besser zurechtkommen. Übrigens kommen die Bewohner, je höher sie im Level sind, besser im Ödland zurecht, weil sie mehr Leben kriegen. Ich zum Beispiel habe mit meinem Account gerade derzeit eine Tussi unterwegs geschickt. Die hatte auch Beweglichkeit, deswegen komme ich auf die Idee mit der Beweglichkeit. Die hat sofort eine Powerrüstung gefunden, die hat ein Lasergewehr gefunden und ist 30 Stunden unterwegs gewesen mit Level 30. Das war nicht schlecht. Kakala. Besser als Raider, muss man dazu sagen, weil wir noch keine Waffen haben. Also ich würde mal schätzen, dass später unsere Grundlage hier drin besteht, die Jungs
raus ins Ödland zu jagen, damit sie sich ein paar Sachen zusammensuchen. Das wird, glaube ich, später so das, was ich machen werde mit denen. Glaube auch, wir werden erstmal die Jungs an die falschen Sachen legen. Ist ja jetzt auch egal, ne? Am Anfang ist es halt egal. Man muss nicht unbedingt sortieren. Man muss die halt nicht wirklich drauf achten, wo sie sind. Einfach alle da reinschicken. Baust dein Forschungslabor, kann deine Ward Redway ihr wisst schon, herstellen. Das ist das, was ich gesagt habe. Das war meine eigene Sprache. So. Somit produzieren wir ein bisschen Nahrung. Ah, 3 Minuten, 2 Minuten. Na komm, komm, komm. Also 2 Minuten, ich kann doch keine 2 Minuten warten auf so eine Scheiße. Hey. Was bist du eigentlich? Charisma. Es fängt wieder an, Freunde. Ich produziere Charisma, Kinder. Ich will die nicht. Charisma ist wirklich das Letzte, was wir hier im Let's Play wollen, denn Charisma benötigt man eigentlich nur, um sich fortzupflanzen und man kann sie in die Radiostation packen, um neue Leute ins Ödland, ins Ödland, in die Vault einzuladen. Aber da wir hier im Let's Play sind und das ist sehr langatmig, kann es sein, dass jedes Mal, wenn wir eine neue Folge starten, wir einen neuen Bewohner bekommen, was im Endeffekt doch ein bisschen zu viel wäre. Ich möchte gerne eine, ja, kontrollierte Fortpflanzung machen, wo ich selbst bestimmen kann, was brauche ich genau für Wortbewohner, wo möchte ich sie reinstecken, bevor es so wie in meinem anderen Speicherstand ist, wo ich nur diese Charisma-Leute habe, die ich ins Ödland jage. Ich habe da jetzt echt ungelogen, 22 Leute laufen bei mir im Ödland rum, weil ich die nicht gebrauchen kann. Das sind alles Charisma-Leute, alles. Also, wenn ihr dieses Spiel besitzt, Freunde, Charisma ist natürlich eine gute Sache, wenn man nicht im Let's Play ist, aber im Let's Play ist das schon nicht so wirklich gut. Wir brauchen unbedingt mehr Beweglichkeitstypen. Ich kann das auch schlecht upgraden, weil wenn ich das jetzt upgrade mit 375 Kronkorken, dann dauert die ganze Geschichte noch länger. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich würde dich gerne losschicken. Du kriegst gerne eine Kampfrüstung und dann kommst du ein bisschen weiter. Und dann, obwohl... Wir müssen echt die Rüstung behalten, ne? Wir können die Rüstung jetzt nicht verschwinden. Denn... Wieso haben wir 2x Elektrizität? Stärke? Mein Freund! Der geht jetzt da runter. Elektrizität brauchen wir gar nicht. Holy shit, was ist mit meinem Wasser los? Eventuell schicken wir doch nicht ins Südland. Ah, so Mist. Jetzt geht das Wasser flöten. Bei Nahrung sieht schon besser aus, aber das Wasser ist echt noch dramatisch. Wir haben auch zu viele Bewohner gleich am Anfang. P. Was seid ihr für Jungs? Charisma! Du bist die Olle! Mann! Das ist die Mutter von der Kleinen. Was macht sie da? Da sollst du rein. Kein Wunder, dass mir das Wasser ausgeht, wenn da so eine Amateurin am Werk ist. Amateure auch noch. Schicke ich nie wieder da rein. Was bist du für einer? P. Seht ihr, jetzt haben wir 2 gute Leute in P und dann dauert das auch halb so lange. Also schon mal sehr gut. Du kleine Göre. Wir können auch gucken, wann das Kind erwachsen wird. Und zwar wird es in 2 Stunden und 45 Minuten erwachsen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich auch die nächste Folge anbringen, weil unser Typ dann hier auch wahrscheinlich 2 Stunden unterwegs ist. Oder nach 2 Stunden wieder da ist, meine ich. Der braucht ja 1 Stunde 42 Minuten. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder, wenn die Göre erwachsen ist. Und dann können wir sie ins Ödland rausjagen. Weil Charisma, ganz ehrlich, Freunde, ich weiß nicht, was ich mit ihnen soll. Ich meine, es ist gut, später eine Radiostation zu haben, weil die Bewohner glücklicher werden. Aber ganz ehrlich, ich kann sie auch so glücklich machen. Ich bin ein Freudenbringer. Ich bringe ein Baby zur Welt. Das ist zu spät. Mann, hätte früher kommen sollen. Haben wir nur einen einzigartigen Typen bekommen? Das ist echt arm. Ich muss sagen, beim letzten Mal hatte ich ein bisschen mehr Glück damit. Naja. Hey, sie ist schwanger.
Seit wann ist die schwanger? Und was bist du für eine? Charisma? Warum? Warum? Das wird wieder so ein Charisma-Bengel. Ich will kein Charisma-Bengel. Warte, die Blonde. Ich wusste es. Ich glaube, das Muttergen beherrscht es. Ich glaube, das Muttergen ist dominant. Oh, uns geht das Essen aus. Na gut, 20 Sekunden, das kriegen wir noch hin. Scheiße, jetzt haben wir zwei Charisma-Gören. Ich glaube, die schicken wir. Ich glaube, die Charisma-Gören schicken wir ins Ödland und die anderen packen wir irgendwo zum Arbeiten. Dreck. Wieso hab ich die fortpflanzen lassen? Mann! Scheiß Charisma. Braucht doch kein Schwein. Na gut. Ein bisschen Nahrung geholt. Wieso macht ihr nicht einfach rum? Gut, kann man beides gebrauchen. Aber ich glaube, dass die Frau dominieren wird. Gut, Freunde. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder an einem neuen Fallout Shelter Tag. Ich hoffe, euch gefällt die ganze Serie. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.